So, hallo und guten Morgen. Schön, dass ihr mit uns zusammen nochmal unseren zweiten Yoga- und Dance-Flow macht. Und wieder zu Gast heute ist die Simona Pirodi und unser Musiker, Pianist Norbert Paul. Ich freue mich total, dass wir wieder zu dritt hier sein können. Ich habe auch viel Feedback bekommen, ihr wart begeistert und wir haben uns was Tolles ausgedacht. Also dieses Mal geht es so als Hauptthema eigentlich um all das, was Spagat oder Splits oder im Yoga würde man sagen Hanuman Asana geht. Deswegen heute bitte ich euch einfach einen Block mitzunehmen. Ne? Wir zeigen mit Block, wir zeigen ohne Block, wir zeigen tausend Variationen und wir bewegen uns ganz langsam auf dieses Finale hin. Okay? So. Wir fangen am Boden an. Simone? Genau. Wir sitzen einfach ganz bequem und am besten sitzt etwas weiter vorne, weil wir haben was vor, dann später für die Beine. Und es ist tatsächlich einfacher, wenn wir einfach mal über den Boden schleifen können, sozusagen. Deswegen sitzt ja so, dass es bequem ist. Für einen kurzen Moment einfach erdet eure Sitzbeine locker, fest auf dem Boden. Rollt ihn mal einmal die Schulter ganz genüsslich nach oben, nach hinten und nach unten. Oh, machen wir das noch einmal. Und dann letztes Mal. Und dann strecken wir einfach mal diese Arme zur Seite, so dass auf die Fingerkuppen einfach mal dann stehen. Die Wirbelsäule streckt sich von alleine. Wir wärmen einfach zuerst unsere Sprunggelenke. Fangen wir einfach so, ich nenne mein Ballett mit meinen Kindern, wir fahren Karussell, wir kreisen wie die Füße. Einfach mal über die rechte Seite. Und nächstes Mal, wenn die Zehenspitzen nach oben sind, wir kreisen einfach mal in die andere Richtung. Es soll einfach genussvoll sein. Meine Sprunggelenke knacken. Aber es ist Es tut schön, es ihm ist gut. befreiend. Und wenn du nächstes Mal die Zehenspitze dann nach oben hast, ihn abwechseln. Streck deinen rechten Fuß über die Fußballen, Zehenspitze strecken. Und wechseln wir. Und links streckt sich, rechts beugt sich. Das machen wir noch einmal. Und wechseln. Und versuch wirklich über alle Punkte in den Fuß zu kommen. Und wechseln. Wenn du nächstes Mal beide Zehenspitzen nach oben hast, dreh die Oberschenkel, die Beine nach außen in die sogenannte erste Position. Und wieder hier strecken wir die Füße schön. Den kleinen Zeh in Richtung Boden und wieder über die halbe Spitze wieder beugen. Wir strecken uns wieder und streck die Wirbelsäule dabei auch ganz lang. Spür die Sitzbeine locker. Der Bauch darf schon ein bisschen arbeiten, den Beckenboden auch. Und der Rücken, gell? Den Rücken Ja, auch. ganz schön aufrichten. Und wieder Wunderbar. beugen. Letztes Mal strecken. Und wir machen unsere Pliés im Sitz. Also, wir nehmen die Arme über die erste, auf in die zweite Position und flexen wir die Füße. Halten wir schön die Arme rund. Wir stellen uns vor, wir haben einen riesen Ball zwischen unseren Armen. Aufpassen, wir beugen die Knie, die wollen nach außen sich öffnen. Dabei schließen wir die Arme in die erste. Strecken wir uns noch länger nach oben. Und wir runden den Rücken auf die Beine drauf, öffnen wir die Arme zur Seite. Komm wieder zurück, streck die Arme lang nach oben, streck die Wirbelsäule und schieb die Ferse weg, pointe deine Füße, Arme in die erste. Zurück in den Ausgangsposition, in die zweite, das wiederholen wir bitte noch einmal. Und Knie nach außen, Arme in die erste. Strecken wir die Arme und die Wirbelsäule lang, wir beugen uns nach vorne, Arme runden. Wieder zurück über die Ast, hoch in die dritte, schieben wir die Beine, pointen wir die Füße, öffnen in die zweite Position, flexen. Noch einmal, zweimal Ich war sogar. mir noch so schön. Es ist schön für die Beine, schön für die Hüfte und für den Rücken, wenn wir uns runden schön. Strecken wir wieder lang nach oben, schieben wir die Beine. Pointen wir die Füße, öffnen und flexen wir letztes Mal. Oh, weiter. Und strecken wir noch länger, 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 länger. Und runden. Arme über die erste, nach oben, schieben wir die Beine. Und
Und pointen wir schön und flexen dann wieder. Und schließen wir die Beine dann parallel. Entspannen wir ein wenig die Wirbelsäule. Wie eine Schlange runden wir die Wirbelsäule über die Überstreckung. Soll angenehm für die Wirbelsäule sein. Wieder runden wir. Und nach vorne beugen. Wander mit deinen Händen so weit nach vorne, wie es für dich passt. Es soll wirklich eine Aufwärmung der Wirbelsäule sein. Es ist nicht wichtig, wie tief du kommst. Es soll angenehm für den Rücken sein. Und wenn du die nach vorne kommst, und wir bewegen uns leicht nach hinten. Und wir stellen uns auf die Ellbogen, auf die Unterarme. Also, wir müssen aufpassen, dass der Brustbein nicht nach unten sinkt. Roll bewusst die Schultern nach oben und heb dein Brustbein. Halte aber deinen Bauch vorne. Wir machen die sogenannte Developes. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Wir beugen den Fuß. Wir strecken das Bein, soweit es geht, nach oben zur Decke. Und sinken wir mit das gestreckte Bein nach unten. Dabei bleibt der Brustkorb immer aktiv nach oben gezogen. Links. Wir beugen. Wir strecken das Bein nach oben. Und sinken wir tief. Das machen wir noch parallel zweimal, bitte. Rechts beugen. Streckt das Bein oben. Sinkt sie nach unten. Links Develope. Knie beugen. Strecken. Und sinkst nach unten. Wir machen genau das gleiche in die ausgedrehte Position. Aus den Oberschenkeln wieder nach außen drehen in dieser erste. Fangen wir wieder mit rechts an. Das Knie zeigt dieses Mal zur Seite. Streck sie dann nach oben. Und sink gestreckt nach unten. Links. Retire. So nennen wir das im Ballett. Streck nach oben. Und sinken. Wieder Knie beugen. Rechts. Retire. Streck nach oben zur Decke für das Develope. Schließen letztes Mal mit links bitte über das Retire und strecken. Sink die nach unten. Dreh deine Beine parallel. Legen wir uns nach unten. Ganz langsam ablegen. So, und dann nimm die Hände mal in die Seite und stell dir vor, das ist wie bei der zweiten Position. Die Handgelenke sind etwas unterhalb. Gut, und wir nehmen auch hier unsere Developes langsam. Steigen. Und sinken lassen rechts. Denk dran an das Einatmen. Denk dran, dass dein Rücken neutral bleibt. Bitte noch zweimal. Einatmen und aus dem Knie streckst du das Bein in die ganze Länge und du lässt es sinken. Bitte ein letztes Mal. Streck bis zum Himmel. Und dann dreh auch hier aus deine Füße. Wir nehmen dasselbe auswärts rotiert und gehen los. Über die Seite nach oben und aus. Bitte noch einmal links, ganz schön einatmen, strecken, ausatmen. Guck nur mal, dass du deine Wirbelsäule ganz ruhig hältst. Neutralposition. Und mit dem Becken wollen wir nicht ausweichen. Wir halten unser Becken fest. Wir arbeiten ganz oft im Tanz am Boden liegend und dann drehen wir die Beine noch einmal in die parallele Position. Wir nehmen den Boden, um uns Kraft zu holen. Spring die Hände nah zum Körper, heb mal deinen Kopf und schau mal über deine Zehenspitzen. Mach nochmal den Rücken, beug die Beine und wir kommen ganz langsam nach oben. Gut, wir nützen den Boden auch noch hier. Einmal die Hände absetzen, ganz kurz die Beine in die Luft überkreuzen und wir steigen von hier in die Sphinx. Rechts, links nach hinten. Leg dich einmal auf den Bauch und auch hier nützt den Boden. Verankere dich. Spann die Beine richtig schön auf. Zieh die Bauchdecke fest nach innen und stell dir vor, dass dein Kopf sich noch mehr nach oben öffnet. Wir machen hier unsere Tendus. Rechts fangen wir an. Heb das rechte Bein gestreckt und tief. Versuch mal auch hier den Boden zu nutzen, um dich zu fixieren. Genau, wir halten die Bauchdecke fest nach innen gezogen. Wir nehmen unser Becken als Anker. Wir wollen das Becken nicht bewegen, nicht ausweichen. Vielleicht noch ein letztes Mal rechten Fuß hoch und ab und linken Fuß. Das sind unsere Tendus im Tanz. Und im Yoga würde man sagen, es ist ein bisschen was von der Kobra. Genau.
Genau. Für den Po. Ja. Okay, jetzt nimm mal nochmal die Hände fest aufgespannt. Zieh nochmal die Schultern nach hinten in die Hosentasche. Und jetzt denk dran, ich lasse meine Füße liegen, ich schieb meinen Po in die Luft. Hier, Bauchdecke festspannen, ganz festspannen. Von der kleinen Welpe nochmal lang strecken, oberen Rücken öffnen. So, wir sind ein bisschen vorsichtig mit unseren Mikros. Ne? Vielleicht magst du die Stirn auf den Boden legen oder das Kinn. Ganz kurz nochmal die kleine Welpe halten. Gut, und dann nehme ich meine Hände nah zum Körper und wir kommen einmal in den Diamantsitz. Wir wollen hier unsere Leiste, unsere Hüftbeuge ein bisschen wärmen. Fingerspitzen zeigen zum Gesäß. Schieb dich mal nach oben. Ein und mach dich rund. Das wollen wir auch noch einmal machen. Schön öffnen, ganz fest öffnen. Richtig schön öffnen. Und rund werden und ausatmen. Wunderbar. So, wir kommen in so eine kleine Kugel. Oder die Simona, du sagst immer Ball dazu. Gell? Ja. Okay. Zehenspitzen auf den Boden. Also wären wir zum Ball. Der Ball, der darf schon ein bisschen kreisen, ne? Über rechts. Zehenspitzen sind am Boden, dass du auch so ein bisschen noch die Fußsohlen öffnest. Handgelenke werden stabil. Wir kreisen über links und aus. Genau. Ein und aus. So, wir waren vorhin in der Welpe. Letztes Mal. Und dann strecke ich mich einfach mit dem Gesäß nach oben und guck mal, dass ich so ein ganz klein bisschen in meinen ersten Hund komme. Wir dürfen mal die Füße bewegen. Hm? Mach dich warm. Beinrückseiten wärmen, Walking Dog. Richtig schön mal mit der Musik. Genieß das mal, dass du die Fersen fest zum Boden schieben darfst. Sitzknochen zum Himmel. Locker den Kopf. Zwei schöne tiefe Atemzüge, Beine wärmen, sehr gut. So, und dann laufe ich ganz langsame kleine Schritte nach vorne. Klein, 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 bis zum Anfang unserer Matte. Kopf lockern. Und dann denk an das Beinbeugen, das Plié. Streck die Beine und roll ganz langsam, ganz langsam. Rollst du dich auf. Und wir öffnen die Arme. So, damit wir Abstand halten, gehen wir beide ein bisschen auf die Seite. Genau. Okay? Ihr dürft gerne da bleiben, wo ihr seid. Ihr habt bestimmt Platz. In der Küche. Genau. Ja. Ich kenne das Problem. Also, ich würde sagen, wir fangen jetzt im Stehen mit unseren Demi-Pliés an. Wir nehmen heute ein bisschen mehr Schwung, als was wir vor 2 Wochen gemacht haben. Ein bisschen schneller, einfach mal wärmer werden. Wir fangen in die 6. Position. Wir schließen die Füße ganz eng zusammen. Ich sage auf, schließen, reißen, Schluss zwischen die Beine, bis nach oben zum Bauchnabel. Wir nehmen die Arme über die Asse in die 2. Position. Und wir beugen und zwingen die Arme nach oben. Und hopp. Und nächstes Mal testen wir unsere Balance, kommen wir oben auf die Fußballen. Und Arme über die Seite absenken. Öffne die erste, wir wiederholen genau das gleiche. Plié, Arme kreuzen. Plié, Arme zwingen. Plié, Arme in die 3. stehen. Und absenken, 2. Position. Wir übertragen dann wieder zurück auf links. Demi Plié. Und swing. Und swing auf links. Und schließen, wiederholen wir in die erste. Kreuz die Arme, plié. Lass die fallen. Komm hoch auf die halbe Spitze, bleib. Und 2. Position wieder. Demi 1. 2. Wir tragen auf Rex. Und schließen. Wir gehen direkt weiter in Coup de pied. Jette vorne. Coup de pied. Jette Seite. Coup de pied. Schleifen. Übertrage das Gewicht. Und für links vorne. Fuß. Schleif in der Luft. Fuß. Schleif in der Luft. Ruck. Und übertragen, Rex, Ruck, Fuß, Rex, Ruck, Fuß, Rex, Stack, vorne, aufpassen, das Gewicht übertragen, und letztes Mal links, und Ruck, Tack, und push den Ball, stell dir vor, du bist ein Fußballer und push den Ball mit den Kraft, und übertragen,
Und schließen, schütteln. Und wir kommen zurück auf unsere Matte. In die parallele Position. Ja. Und wir gehen in etwas ein bisschen yogischer, in Anführungszeichen. Wir machen einen Sonnengruß und den wollen wir ein bisschen variieren. Genau. Ich mache den ersten. Ja, darfst du gerne. Hände zum Herzen. Guck mal, nehmen wir einen kleinen Moment auch den Berg in uns auf. Das ist unsere Berghaltung. Und diese Geste der Hände, ich liebe sie. Eine Geste der Dankbarkeit. Gut. Mit dem Einatmen streck dich ganz fest in den aufrechten Berg. Mit dem Ausatmen setz die Hände rechts und links neben deine Füße. Atme ein in die halbe Vorbeuge, streck den ganzen Rücken. Und dein rechter Fuß klettert nach hinten. Wir wollen auf einer Linie stehen. Wir wollen den vorderen linken Fuß strecken und erstmal nur die Zehenspitzen zu uns ziehen. Genau. Nochmal absetzen. So, setz beide Hände fest am Boden hin und kletter mit dem linken Fuß nach hinten. In den herabschauenden Hund. Die erste Runde machen wir mit der Katze. Einatmen, nütz die Bauchmuskeln, lande ganz langsam mit unserer Raupe. Kinn und Brustbein tief, atme aus, schieb die Schultern in die Hosen, lass in deine kleine Kobra mit deinem Einatmen. Und erst ausatmen, sinken lassen, Zehenspitzen aufstellen, drück dich in den herabschauenden Hund. Gut, rechter Fuß kommt vor, zwischen deine Hände, zieh die Leiste lang, tiefer Ausfallschritt, wir schließen in die Vorbeuge aus. Nimm die Hände über die Seite mit einem Einatmen. Aufrechter Berg und lande und sag vielen Dank auch zu der Musik. Nochmal einatmen, ganz fest die Kniescheiben hochziehen, Zehen auf den Boden, tief beugen und aus. Eine Vorbeuge mit einem Einatmen. Linker Fuß klettert nach hinten. Ich denke hier immer so eine griechische Vase. Füße bleiben auf einer Linie. Gibt ja ein berühmtes Ballett von Nischinsky, ne? Stimmt. Sieh mal die Zehenspitzen hoch. Okay, so. Jetzt kletter einmal einfach mit dem rechten Fuß nach hinten. Herabschauender Hund. Ausatmen. In die Katze. Einatmen. Raupe tief. Ausatmen. Schlupf in die Kobra. Einatmen. Und erst ein bisschen sinkenden Körper lassen. Und dann stell die Zehenspitzen auf. Denk an die Bauchmuskulatur. Viel Bauchmuskulatur. Herabschauen da und dann atme aus. Vielleicht sind die Fersen sogar schon am Boden. Wunderbar wäre das. Dann kommt der linke Fuß vor. In den tiefen Ausfallschritt. Die Leiste öffnet. Beide Beine nach vorne ziehen und ausatmen. Und führ die Arme über die Seite. Einatmen. Und die zweite Runde werden wir noch was dazu bauen für die Öffnung der Leiste vorne. Strecken wir uns lang nach oben, atmen dann ein. Wir beugen uns nach vorne in die Vorwärtsbeuge, atmen wir aus, strecken wir ein, atmen, mit rechts nach hinten in deine Ausfallschrittposition, strecken wir das linke Bein noch einmal, wieder gerne die Zehenspitze zur Nase und das Bein Rückseite noch mehr in die Länge zu ziehen. Nun herden wir unsere Hände zurück in unsere herabschauende Hund, atme aus. Vielleicht wollen wir wieder die Katze haben, aber wenn du dich bereit fühlst, geht in deine Breitposition nach vorne in den Stab und sink mit Knie oder ohne Knie nach unten. Vielleicht in den aufschauenden Hund, wenn nicht ein Kobra. Und zurück in den herabschauenden Hund, nutzt deine Bauchmuskulatur. Atme hier ein. Und atme dann aus. Wir nehmen rechts nach vorne in deine Ausfallschrittposition. Wir eben uns so in unsere Krieger ein, stellen wir das Knie direkt über die Sprunggelenke. Aktivieren uns lang nach oben.
Also wir bleiben hier 5 Atemzüge und wir fokussieren uns auf die linke Leiste. Wir wollen die Länge erreichen. Vielleicht magst du dir kurz vorstellen, dass das Steißbein nach vorne zum rechten Ferse möchte, während die linke Darmbeinstachel, diese Knöchelchen, was vorne an die Hüfte steht, hier zum rechten Knie schiebt. Okay. Schön, oder? Sehr schön. Aber ich glaube, so erreichen wir schön die Dehnung, die wir für Spagat brauchen. Und vielleicht stellst du sie sogar vor, das linke Knie darf gerne gebeugt bleiben, das Becken aufgerichtet, aber die linke Ferse schiebt nach hinten zur Wand. Ist das nicht schön? Sehr schön. Letzter Atemzug. Entspannt mit den Riesenlächeln, die Hände unten. Schließ dein linkes Bein nach vorne, nimm deine rechte in die Vorwärtsbeuge. Atme hier vollständig aus. Einatmen. Nimm deine Arme über die Seite, richtest du die ganze lange nach oben. Und als Gessel der Dankbarkeit, dass die linke Leiste aufgegangen ist, beugst du nach vorne. Die andere Seite. Wir strecken uns einatmen lang. Und aus der Hüfte nach vorne in die Vorwärtsbeuge, atme aus. In die halbe Vorwärtsbeugen ein. Links nach hinten in deine Ausfallschritt, streck dein rechtes Bein. Zieh die Zehenspitze zur Nase. Stell dir vor, dass du deine rechte Ferse zu deiner Leiste ziehen möchtest. Oh, ist doch schön hier. Ende auf dem Boden, zurück in deine raufschauende Hund. Für deine Version des nach unten gehen, entweder über die Katze und Raupe oder über den Stab nach unten, nutze deine Bauchmuskulatur, um dich nach vorne zu schlendern in den herabschauende Hund, Adho Mukha Svanasana. Atme ein und atme aus. Links nach vorne, dann einatmen. Für unsere Krieger mit links vorne heben wir uns aus der Körpermitte nach oben. Strecken wir die Arme. Also nochmal. Den Steiß in Richtung linke Ferse. Die rechte Darmbeinstachel, diese Außenknöchelchen, vorne zum linken Knie. Das Knie hinten darf gerne leicht gebeugt noch bleiben, aber die rechte Ferse nach hinten zur Wand. Und lächeln. Es hilft. Froh links kommt. Noch 2 schöne, genussvolle Atemzüge. Atmen ein, mach die noch länger. Ausatmen, Hände auf den Boden, zurück in deine Ausfallschrittposition. Rex schließt nach vorne. Atmet aus in deine volle Vorwärtsbeuge. Einatmen, Arme über die Seite. Richtest du dich lang nach oben. Und bedank dich auch bei deiner rechten Leiste, dass es aufgemacht hat. Letzte Variation. Mhm. So, einatmen, dieser aufrechte Berg. Nach oben wachsen und tief sinken, ausatmen. Einatmen in die kleine Vorbeuge. Den Weg kennst du schon, rechts nach hinten. Leiste öffnen, zieh nochmal einatmen, Zehenspitzen links zu dir. Und kletter mit dem Ausatmen in den herabschauenden Hund. So, wir nehmen den Tisch mit dem Einatmen, den Stab. Ausatmen, ganz viel Fingerspitzen spüren. Heraufschauender Hund und schau mal Schultern weg von den Ohren. Herabschauender Hund. So, dieses Mal möchte ich gerne den rechten Fuß zum Himmel führen und lass ihn ruhig mal oben ein bisschen federn. Auch das ist schon mal ein kleiner Spagat. Genau, richtig schön mal nach oben. Noch 2-mal. Gut. Dann zieh die Nase zum Knie. Oder das Knie zur Nase, besser gesagt. Das war jetzt falsch rum. Stell den Fuß durch und lass hinten die Zehenspitzen aufstehen. Hoher Ausfallschritt. Auch hier. Guck mal, dass du die Zehenspitzen ein bisschen zu dir ziehst. Also Konzentration, weil das wird wackelig. Nur mal so ein bisschen die Zehen und dann gehe ich tiefer rein. Leiste öffnen und jetzt probier mal, Bein gestreckt zu halten. Jawohl, super sieht es aus. Wir drehen einmal mit der linken Hand, fixiert das rechte Knie und drehen uns auf. Schau nach hinten. Gut, komm zurück
Und jetzt nehmen wir beide Hände zum Boden, schiebst dich vom hinteren Bein ab. Wir nehmen auch hier den stehenden Spagat, Fingerspitzen auf der Erde, flach oder auf den Fingern, und wir federn nach. Schau mal deinem Zeh nach, der linke Zeh zeigt es in die Luft. Genau, rechtes Bein, wenn es geht, gestreckt. Und ihr könnt gerne die Hand an die Wade nehmen und euch richtig tief in diesen Split hineinziehen. Noch zwei Atemzüge. Gut, dann schau zu den Zehenspitzen, lass die Hände landen. Linker Fuß landet. Ausatmen. Und diesmal wollen wir erstmal nur die Beine beugen und ganz langsam hoch. Dass wir Zeit haben, Rücken zu lösen. Einatmen. Arme führe ich über die Seite. Ausatmen. Und einen ganz kleinen Moment nachspüren. Na, vielen Dank. Das so gut geklappt. Gehen wir auf links. Aufrechte Bergatme ein. Ach ja. Tief beugen, atme aus. Streck dich lang in die halbe Vorbeuge mit einem Einatmen. Links glätte nach hinten, atme aus. Zehenspitzen rechts hoch und streck nochmal den ganzen Rücken. Zieh die Nase fest, vielleicht links die Ferse noch mehr zum Boden ziehen. Einatmen, roll zurück auf den Fuß. Herabschauender Hund, atme aus. In den Tisch, das Einatmen. In den Stab, das Ausatmen. Über die Zehenspitzen, Schultern in die Hosentasche, Herz öffnen. Herabschauender Hund, aus. So, wir stellen den rechten Fuß flach, wenn es geht, nach vorne ausgerichtet. Und federn nochmal nach. Du kannst gerne mal auf die Zehenspitzen dich hochdrücken. Aber versuch mal, links deine Hüfte zu öffnen. Gerne noch zwei, dreimal federn. Gut, dann zieh die Nase zum Knie. Nase zum Knie. Rund werden im Rücken. Setz den Fuß zwischen die Hände. Richte dich auf für den Krieger. Erstmal nach hinten stabilisieren. Gerne ein bisschen tiefer kommen. Ferse gegen eine Wand. Knie ist gestreckt. Und dann lass deine rechte Hand auf dem linken Knie landen und öffne den Rücken. Diese Position hilft uns auch nach dem Spagat. Genau. Ganz langsam zurück mit einem Einatmen. Beide Hände nochmal fest nach oben, nochmal dich ganz fest leicht rechts strecken und ausatmen in den Split. Ich nehme am Anfang immer gern die Fingerspitzen, um dann später auf die flachen Hände zu kommen. Lass dir ruhig ein bisschen Zeit. Diejenigen, die beweglicher sind, können immer mit der linken Hand von der Ferse, von der Wade, die Nase tief ziehen. Probe ja auch mal hier noch mehr die Zehenspitzen des rechten Fußes zum Himmel zu strecken. Noch zwei Atemzüge. Dann komm ganz langsam heraus aus diesem Split. Schau deine Hände an. Rechter Fuß landet. Beug die Beine. Mach den Rücken rund, atme aus. Und wir rollen ganz langsam. Einatmen, aufrichter Berg, ausatmen, lass die Arme sinken. So, bisschen warm schon? Ne? Ich hoffe. Ja, uns schon. Wir gehen dann weiter mit Grambad Mans. Wir gehen am besten vielleicht ein Tickchen aus unserer Matte raus, weil dann können wir tatsächlich ein bisschen besser mit dem Boden schleifen und das ist super wichtig. Grambad Mans, nur, sag nochmal auf Deutsch, das sind so Schläge. Das sagt manchmal im Pilates-Training, das sind so Katapultschläge, die helfen, die Faszien zu wärmen. Ah, Katapult, okay? Katapult. Deutsche Bedeutung. Okay, da habe ich was gelernt heute. Ja? Wir legen gerne die linke Hand einfach hinten am Rücken, am Kreuz, einfach zu kontrollieren. Mit unserer rechten Hand streichen wir das rechte Bein nach oben in der Luft. Wir fangen viermal mit rechts. Also von Becken angefangen. Mir hilft, wenn ich denke, ausatmen, Gewicht nach unten und Beine in den katapultieren. Genau, Beine in die Luft katapultieren. Atme ein, atme aus. Und drei. Und zwei. Ein. Wechsel die Seite. Und links. Fuß
dich noppert. Das machen wir ausgedreht. Die linke Hand ist in die zweite, die rechte oben und vorne. Aus. Und Gewicht schön auf das linke Bein zur Seite. Aus. 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 Wir wechseln die Arme. Wir gehen links. Viermal vorne ausgedreht. Mein Pusten, Mikrofon. Pusten. Genau. Und aus. Und aus. Und aus. Aus. Und zurück zu unserer Matte. An. Also wir bleiben jetzt, was Tänzerposition dann ist, mit dem Fokus auf die Leiste. Wir verlangen das Gewicht auf das linke Bein. Wir beugen dein rechtes Knie und greifen wir mit unserer rechten Hand ins Sprunggelenk. Also ich platziere gerne meine linke Hand auf die Leiste, um zu gucken, dass es nie wegknickt, sodass wir lang bleiben. Das wollen wir behalten. Wir schieben dann den rechten Fuß zur rechten Hand, aber mit Fokus auf diese linke Leiste. Und gerne, wenn du frei bist, löse die Hand. Kannst gerne Zeigefinger und Daumen schließen, dein Shin-Mudra. Und bleib. Atme ein. Schieb deinen Fuß gegen die Hand. Noch zwei Atemzüge schön. Aufpassen, den Übergang in Krieger 3. Bleib in Entspannung. Löse die Arme. Darf immer wackeln, sieht an mir? Natürlich. Wackeln bedeutet nur, dass die Muskeln tanzen. So, wir sind beim Yoga und Tanz, oder? Genau. So, alles richtig. Letzter Atemzug. Aufpassen, den Weg zurück in unsere Krieger 1. Für einen kurzen Moment lassen wir wieder die rechte Leiste lang, sich lang strecken, lang, 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 lang. Und wieder, wir beugen uns nach vorne. Wir gehen nochmal in diese Standing Split. Die Hände nach vorne, verlagern auf das linke Bein. Streck mit dem rechten Bein hoch. Wieder hier. Hände auf den Boden, greif vielleicht deine Wadenmuskel. Guck mal, was gerade gebraucht ist. Noch zwei, drei Atemzüge hier. Falls du deine Hand auf die Waden hattest, leg sie auf den Boden, schau zu deinen Händen, streck die Wirbelsäule lang, sink mit deinem rechten Bein, nimm deine linke. Wir beugen wieder die Beine für einen kurzen Moment als Entlastung. Saug den Bauchnabel nach innen, roll dich Wieber für Wieber nach oben. Schieb die Ferse nach unten zum Boden, streck die lang, entfalte dich und Arme über die Seite. Wir gehen direkt in den Zeitwechsel. Wir denken nicht viel. Gewicht auf rechts. Links beugt sich, auf das Sprunggelenk greift. Gerne für einen kurzen Moment checken, dass die rechte Leiste lang geblieben ist. Und dann fängt einfach mit dem linken Fuß nach innen zu schieben. Damit strecken wir vielleicht auch ein bisschen die linke Schulter. Fühlen Sie vielleicht eine schöne Öffnung in den Brustkorb. Und bleib hier. Noch zwei Atemzüge. Öffnen den Körper Vorderseite. Anumanasana ist im Endeffekt auch eine leichte Rückwärtsbeuge. Ja, und vor allem der Rücken muss bewegt sein. Und deswegen ist es eine Stärkung des Rückens super wichtig. Aufpassen, der Übergang in Krieger 3. Lange, halte den Bauchnabel nach hinten. Streck dich in zwei verschiedene Richtungen. Und langsam finde den Übergang wieder lautlos und elegant. Und wenn es wackelt, sind nur Muskeln, die tanzen. So, es passt unser Konzept wunderbar. Streck die Leiste. Atme hier ein. Hände auf den Boden, den Übergang zu unserem Standing Split. Wir verlagern das Gewicht auf das rechte Bein. Wir heben nochmal links. Und wieder hier. Platziere die rechte Hand, wo sie sein soll. Mach das ganz intuitiv für dich. Tief einatmen. Und vollständig ausatmen. Noch zwei schöne, tiefe, entspannte Atemzüge. Und falls die Hand an deine Waden wart, leg sie auf den Boden, schau zu deinen Händen und schließ dein linkes Bein neben deine rechte.
Genussvoll beug deine Knie, runde den Rücken, saug den Bauchnabel nach innen und roll die Wiebe für Wiebe nach oben. Nimm deine Arme mit dir. Streck die lang, 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 mach Platz. Und ausatmen, sinken. Ich glaube, wir sind langsam soweit, oder? Oh, wollen wir noch Porto Pra machen? Ach, sie? Schön. Sie? Sehr gut. Ich lerne noch Italienisch. Wollen wir gleich so anfangen? Genau, okay. Setz den rechten Fuß ein bisschen nach vorne und jetzt müssen wir wieder gucken, Simona. Nicht, dass wir zu nah sind. Ist okay für dich? Ja, perfekt. Mit dem Tanzhammer Vierte, ich sage im Yoga, stehe ein Krieger. Okay? Ja. Wir gehen auf unsere rechte Seite los. Zieh dich aus der Leiste raus. Ah, schön. Ah, das tut gut. Genau. Atme ein und zieh dich auf die linke Seite. Du kannst nach unten schauen, ganz nach oben schauen, wie es dir gut tut. Komm, weite zurück in die Mitte. Arme sind in der zweiten. Und jetzt lasse ich meinen oberen Rücken sich runden. Das wäre der Krieger 4. Atme ein. Und das wäre der universelle Krieger. Schau nach oben. Ein. Und zieh die Arme in die zweite. Gib ganz viel Gewicht auf den vorderen Fuß. Noch einmal. Ein. Und aus, wenn du ziehst. Gerne nach oben, schau nach unten, wie es zu dir passt. Zweite Position, tief. Rücken runde, denk an den festen Mullabandha. Und universeller Krieger. Und wenn du dich öffnest, steh riesengroß. Gut. Stell den linken Fuß nach vorne. Ein. Und stell den rechten Fuß nach hinten. Upsla, darf wackeln, ne? Muskeln tanzen. Okay. Und auf die linke Seite. Schau, du kannst nach unten schauen, nach oben schauen. Leiste öffne ich dabei. Einatmen in die zweite, deinen Arm. Aus. Nach rechts. Ein. Krieger 4. Mach dich rund, denk an den Mullabandha. Bauchdecke. Atme ein. Universeller Krieger. Öffne. Und zieh dich zurück. Viel Gewicht auf den linken Fuß. Noch einmal wiederholen. Lehn dich auf deine linke Seite. Atme ein. Lehn dich auf deine rechte Seite. Atme ein. Tief sinken, ausatmen. Rund im Rücken werden. Einatmen und heb dein Herz. Öffne dein Herz. Und weit nach vorne. So, und wir stellen den Fuß an. Und sagen, wunderbar. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt sind wir soweit. Okay. Vielleicht greifst du deinen Platz, das ist ein bisschen näher dran. Sorry. Genau, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt. Mal gucken. Mal gucken. Also, falls ihr keinen Klotz habt, erinnert euch, vielleicht Bücher sind super. Man hat bestimmt Bücher zu Hause. So, es ist eine wunderbare Sache. Genau, Bücher sind auch immer super Sache. Ist eine super Sache. Ich möchte nur kurz was sagen. Keiner muss tief gehen. Darum geht es nicht. Im Spagat geht es nicht, dass das Becken auf den Boden geht. Es geht, dass die Wirbelsäule lang bleibt. So. Und wenn zwei Bücher, drei Bücher oder die ganze Bibliothek. Ja, das ist egal. Ja. Einverstanden? Wir gehen über den Sonnengruß dann wieder nach unten. Die Hände zurück in dein Gebet halten. Atme hier tief ein für einmal und lass los und atme vollständig aus. Streck die Einatmung lang nach oben. Beugst du dich aus der Hüfte nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Wir nehmen Einatmung und den langen Rücken mit Rex eine Ausfallschrittposition nach Händen. Bleib hier für einen kurzen Moment. Also, du darfst gerne für einen kurzen Moment zuerst dein rechtes Knie auf den Boden hinlegen. Und dein linkes Bein nach vorne strecken. Die Zehenspitze heben. Vielleicht spürst du, dass das ist die Maximum von heute und das darfst du gerne hier bleiben. Das ist wunderbar. Vielleicht geht es ein bisschen weiter. Es gibt zwei Optionen, den Klotz zu platzieren.
Ich werde den Klotz vorne platzieren, so um zeigen, und du platzierst es einfach mal dann hin. Mhm. Und dann platzieren wir es entweder in so eine Richtung, das sieht jetzt besser, oder vielleicht einfach mal etwas flacher. Ist abhängig von den Öffnungen, die wir jeder haben. Okay? Also, ich platziere es einfach mal vorne, zuerst ganz hoch. Stellen wir die Fußballen dann hinten auf und schieben wir einfach mal die linke Fessel dann nach vorne. Vielleicht bis deine Oberschenkel, dein vorderer Oberschenkel, vorne an deinen Klotz steht oder hinten auf den Klotz. Schaut mal, ich platziere ihn hinten. Genau, die Eike platziert sie hinten oberhalb und ich platziere vom Knie. Und da kann man ganz gut die Muskeln ein bisschen drauf quetschen, dann geht es leichter. Also ich bin jetzt Mitte ungefähr meine Oberschenkel und ich möchte versuchen jetzt wieder hier mit meinem Steiß arbeiten und meinen Steiß wieder nach vorne in Richtung linke Ferse schieben. Okay, alles klar. Also, wir bleiben noch ein bisschen, weil auch nur Manasana braucht ein bisschen Zeit. Vielleicht spürst du, dass du ein bisschen tiefer gehen kannst. Ich bin jetzt hochkantig. Vielleicht kannst du tiefkantig gehen und kannst du einfach mal ein bisschen weiter schieben. Mhm. Aber denkt immer dran, es ist eine Rückbeuge. Genau, wir öffnen unseren Rücken. Wir öffnen das Herz nach oben zu decken. Vielleicht bist du ganz gelenkig und möchtest tief gehen, aber nicht auf Kosten deines Rückens. Dann heißt, darf ich das noch kurz zeigen? Natürlich. Dann könnt ihr euch ein bisschen helfen, dass ihr den Klotz nehmt, um die Hand drauf zu stützen. Dann habt ihr so ein bisschen, könnt ein bisschen Druck rausnehmen, ne? Und könnt ein bisschen euch unterstützen. Ich hätte noch kurz eine Idee. Wie wären, wenn wir jetzt noch versuchen, den Bauchnabel in Richtung Nase zu ziehen? Ach ja, gute Idee. Großartig. Schrecklich. Wie großartig oder schrecklich? Nee, ist großartig. Also. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Danke, genau, zwei schöne, entspannte Atemzüge. Und erinnert euch, es geht um Herzöffnung. Frühling kommt. Und jetzt ganz langsam, mach deinen Weg zurück. Wir setzen uns komplett für einen kurzen Moment auf die Unterschenkel, einfach zu entspannen, bevor es weitergeht. Ich drücke einfach mal normalerweise ganz fest meine Hände auf den Boden. Könnt ihr wieder Block nehmen, ne? Und dann zwei Blöcke habt und dann ziehen wir so ein bisschen zurück. Mathe muss da bleiben. Oh. Okay. Wollen wir uns erst kurz einen Moment hinsetzen? Also. Ganz entspannt. Guck mal, dass das alles frei ist. Dass die Wirbelsäule wieder die Länge bekommt. Ist doch nie so schlimm, oder? Das ist ein Genuss. Das ist Genuss. Und von hier machen wir uns den Weg zurück in eine herabschauende Hund Adho Mukha Svanasana. Stellen wir die Hände, die Fußballen hinten und strecken wir die Beine. Guck mal, dass die Wirbelsäule wieder in die Neutrale kommt. Und mit Minischritte Lavender nach vorne, bis du wieder in die Vorwärtsbeuge stehst. Und bleib hier, atme tief ein und beugst du die nach vorne, atme aus. Aufpassen, wir machen direkt von unten den Übergang nach links. Wir stecken die Wirbelsäule dann ganz lang und dieses Mal nehmen wir den linken Fuß nach hinten in deine Ausfallschrittposition. Wir legen wieder hier zuerst ein linkes Knie und wir strecken zuerst ein rechtes Bein, schieben das Becken nach hinten. Und vielleicht merkst du wirklich, dass das die Stellung ist. Und dann bleib bitte hier. Versuch nie weiterzugehen. Es ist mehr als genug. Du kannst in der Stellung auch noch weitergehen, indem du ganz fest die Ferse auf den Boden drückst und die rechte Hüfte von deiner rechten Ferse weg nach hinten ziehst. Das ist schon eine Erhöhung. Und das spürt man schön in die Waden auch, oder? Genau. Also, wenn wir weitergehen wollen, wir machen den Weg wie vorher. Greif gerne deine Bücher, deinen Klotz, das, was du zu Hause hast. Ich gehe wieder vorne, die Eike geht wieder hinten, oder? Wir schieben langsam einfach mal den Fersen nach vorne. Erinnert dich daran, es geht um den Rücken und nicht, dass du unten kommst. Du kannst sie gerne zuerst auf den Klotz stabilisieren, auf deine Bücher stabilisieren, deine Hände rechts und links auf noch fünf Bücher oben drauf stapeln, ein paar Atemzüge hier bleiben, an deinen Steiß wieder zu denken, dass sie in Richtung Ferse vorne kommt. Dann richtet sich dann deinen unteren Rücken noch ein bisschen mehr. Klar, es zieht auch ein bisschen mehr. Ja. Und dann, wenn du das Gefühl hast, dass du ein bisschen tiefer gehen kannst, dann kannst du dich wieder von deinem Klotz befreien, aber nicht auf Kosten deines Rückens.
Und auf jeden Fall nicht auf Kosten deines Lächeln. Das darf nicht weg. Atme ein. Genussvoll atme aus. Wunderschön, ja. Und mit jeder Ausatmung sind die Mundwinkel immer mehr nach oben. Lass los, was du nicht brauchst. Ich glaube, Anumanasana ist im Yoga eine der Positionen, wo man das wirklich das Loslassen üben kannst. Weil es fragt einfach mal viel von unserer Seele. Es wird echt wieder, immer wieder, jeder Spagat wird uns viel gefragt. Ja. Aber deswegen atme noch intensiver aus, lass los, was du nicht brauchst. Und das dann, nächste Mal legen wir uns aufs Bein. Okay, sieh, das stimmt. Dann haben wir alles komplett. Nächstes Special. Nächstes Mal. Den Weg langsam nach unten. Wieder nutz gerne deine Klotze, deine Bücher. Schieb die langsam nach hinten. Zieh dein rechtes Fessel wirklich mit zu dir. Setzen wir uns für einen kurzen Moment wieder auf die Ferse. Entspann deine Hände. Guck mal, dass es einfach deine Wirbelsäule sich komplett entspannt. Erde deine Sitzbeine auch auf die Ferse. Schwebe mit deinem Kopf. Atme hier ein. Setzen wir die Hände wieder zurück in unsere Vierfüßler. Von hier strecken wir unsere Hund, um die Wirbelsäule wieder in die Länge zu strecken. Genau. Denk nochmal an die Kniescheiben, die du hochziehst. Denn nach so tiefen, intensiven Dehnungen gehen wir auch immer wieder hinterher und setzen Muskelreize, um uns wieder zu stabilisieren. Also fest Kniescheiben hochziehen, fest Oberschenkel anspannen und Rückseiten der Beine. Mindestens noch 4 tiefe Atemzüge. So, dann schau zu den Händen hin. Wir gehen ganz langsam zur Katze. Und wir wollen auch hier zum Strecken nochmal in diese kleine Mini-Welpe gehen. Hände nach vorne. Jetzt wirst du den oberen Rücken wunderbar weich. Hanumanasana hilft uns so viel. Du kannst das Kinn auf den Boden legen oder deine Stirn. Und einfach unsere kleine Mini-Welpe. Noch 2, 3 schöne, tiefe Atemzüge. Gut, dann gib nochmal das Gewicht auf die Hände. Einatmen. Wir machen noch ein bisschen was für den Bauch. Ich sage immer, das ist der halbe Stab. Den habe ich dir nicht verraten. Sorry. Fällt mir gerade ein, der passt gut. Wir halten aber auch hier. Aber ist eine schöne Überraschung. Genau. Schultern weg von den Ohren. Genau. Noch 2 schöne. Oh, ich merke schon, ich wackel heute. Oh, ist anstrengend, oder? Ja, klar. Ja, okay. Gut, bin ich zufrieden, dass nur ich schwitze. Dann kommen wir ganz langsam tief. So, und dann wollen wir nochmal mit der Sphinx arbeiten. Hände aufgestellt und dass die Beine nochmal richtig schön ausdrehen. Also dreh die Fersen zueinander und leg mal so ein bisschen nur klopfen die Beine. Genau. Jetzt denke ich wieder Bauchdecke fest und ich denke wieder nur Rücken. Lass den oberen Rücken wachsen. Und vielleicht mal ein kleines bisschen die Beine im Wechsel, so ganz kleine Tendus. Genau. Nochmal schön nach oben wachsen. Schön aufspannen. Noch 4. Gut. Dann legen wir uns ganz langsam und nehmen so eine kleine Schlange, setz die Hände seitlich und zieh dich von hinten von den Sitzknochen weit nach hinten. Ups. Uiuiui. So, dann wollten wir eigentlich noch einen kleinen Schulterstand machen, gell? Ja. Mhm. Vielleicht, dass wir wieder, ich gehe mit dem Kopf nach vorne, du bleibst so, okay. Dass wir uns umdrehen und den Schulterstand, wenn ihr heute einen Block habt, dürft ihr, wenn ihr möchtet, ruhig mal so ein bisschen Po aufsetzen. Reicht völlig, ne? Beine lockern. Diejenigen, die den Schulterstand richtig machen möchten, die können gerne die Hände seitlich an den Körper ablegen und die Handflächen hier an den Beckenkamm stützen. Nacken lang
einziehen. Tiefe Atemzüge. Mindestens noch zwei schöne, tiefe Atemzüge. Ich brauche nicht, mich ganz hoch zu drücken. Mir reicht es eigentlich, wenn ihr vom Gefühl her euer Becken, das Gewicht des Beckens auf euren Händen spürt. Gut, das ist eine wunderbare, ausgleichende Übung, gerade nach unserem Hanuman Asana, nach dem Spagat. Es pflegt die Beine. Eine kleine Lymphdrainage, ne? Gut. Jetzt komme ich ganz langsam raus, indem ich einfach die Nase und die Knie zusammenführe. Wir wollen keinen Flug machen, wir beugen die Beine und rollen uns zurück. So, machen wir noch eine schöne Übung für die ganze Bauchmuskulatur. Stütz mal die Hände fest gegen die Oberschenkel. Denk an die Neutralposition, eine kleine Kuhle unter deinem Rücken. Aufpassen, falls du noch einen Klotz unter den Becken hast. Danke, Simona. Weil ich hatte noch einen Klotz. Okay, jetzt wollen wir mit dem Einatmen wieder was fürs Herz machen. Herz öffnen, Füße zum Himmel strecken. Richtig schön neutral spüren und den ganzen oberen öffnen. Mit dem Ausatmen zieh die Hände Richtung Gesäß, heb deinen Kopf, schau zu deiner Bauchdecke. Vielleicht stehst du auf einem Wirbelkörper. Atme ein, beug die Unterschenkel, leg die Hände zurück und atme aus, drück die Hände ganz fest gegen die Knie. Noch zwei Wiederholungen. Herz öffnen, einatmen. Schau zu deiner Bauchdecke, steh auf einem Wirbelkörper. Atme ein, Unterschenkel beugen und drück Knie. Noch einmal einatmen. Genießt auch mal, wie schön die Musik uns dabei begleitet. Ausatmen. Herz heben, einatmen. Unterschenkel beugen und drücken. Gut, dann rollen wir so ein bisschen nochmal von rechts nach links, kleines Päckchen. Leg die Hände wieder, zweite Position oder flach, wie es zu dir passt. Wir nehmen hier mit dem Ausatmen, Kopf rollt nach rechts, Beine legen sich ab. Und wir machen das in der Bewegung. Wir kommen hoch mit dem Einatmen in unsere Mitte. Und jetzt locker noch ein bisschen den Nackenmuskel aus. Lass sinken. Schau zurück zur Mitte, atme ein, rolle mit deinem Ausatmen. Versuch mal hier wirklich zu füllen, die Takte der Musik, mit der Bewegung. Du bist die ganze Zeit in einer Bewegungswirbelsäule, ist wie eine kleine Spirale. Kaum gelandet, gehst du wieder zurück, atme ein, atme aus, roll tief. Einatmen, jede Bewegung, jeder Ton wird gefüllt. Atme aus. Komm zurück. So, und dann, Simona, magst du die Entspannung machen? Genau. Dann legen wir ganz langsam zuerst die Füße auf den Boden und strecken wir die Beine einfach nach vorne. Lassen wir die Beine fallen, so wie sie fallen wollen. Nehmen wir die Arme vielleicht etwas näher an den Körper dran, gerne mit die Handfläche nach oben gedreht. Und lass langsam komplett los. Spüre, wie die Ferse ganz schwer auf den Boden sinken. Wie deine Knie ganz weich bleiben. Wäre dein Gesäß, dein Becken auch ganz schwer nach unten sinkt. Atme schön in deine Leiste tief ein und locker gelöst atmet aus. Lass deine Brustwirbelsäule ganz entspannt auf den Boden sinken. Schultern sind locker. Deine Arme sind locker. Deine Hände
fallen schwer auf den Boden. Dein Kopf ist frei. Deine Gesichtszüge sind locker. Vielleicht spürst du eine innere Freude, die sich in deine Gesichtszüge sich bemerkbar macht, indem du ganz locker ein Lächeln hast. Lass deinen Atem fließen, so wie er fließen möchte. Genieß jetzt für die nächsten Augenblicke einfach nur die wunderbare Musik, die uns begleitet. Lass sie transportieren. Lass mitgehen. Stell dir vor, dass diese Finger, die gerade das Klavier berühren, deinen Körper antippen. Gerade da, wo vielleicht noch Spannungen sind. Und noch besser loslassen kannst. Ganz langsam. Dreh deinen Kopf mal nach rechts, mal nach links. Beweg deine Fingerspitze, die Zehenspitze. Vielleicht kreisen deine Sprunggelenke. Vielleicht ziehst du deine Knie zu dir ran und mach die ganz klein wie ein Paket. Massierst du dabei die Lände wie bei Säule? Leg dich für einen kurzen Moment auf deine Lieblingsseite. Mach die ganz klein wie ein Paket. Kuschel dich in diese Position. Genieß noch die Musik für ein paar Augenblicke. Was wäre eine Welt ohne Musik? Und dann stellt sich eine wunderbare Krone vom Kopf und ganz stolz, komm in deine sitzende Haltung, hilf dir dabei mit einer Hand. Und setz dich so, wie du es bequem sitzt. Du hast den Klotz, vielleicht brauchst du den Klotz unter deinen Sitzbeinhocker. Strecken wir die Arme weit zur Seite. Umarmen wir uns schön, weil wir so schön geübt haben. Und weil wir zwei Arme haben, umarmen wir wieder, öffnen wir uns, aber umarmen wir es mit den anderen Armen oben, ganz fest, schaukeln wir uns, schaukeln. Guck mal, dass alles frei ist. Und dann bringen wir die Hände in Anjali Mudra vor der Brust. Und ich hatte das damals so gelernt, dass den Anjali Mudra hat immer ein bisschen Platz zwischen deinen Handflächen. Und sind Platz für Wünsche, für tolle Dinge, für schöne Gedanken. Schließ für einen kurzen Moment deine Augen und wünsch dir was vielleicht für den Osternfest, die jetzt kommt, oder vielleicht für den heutigen Tag, was du noch gerne machen möchtest. Ich sage schon jetzt, danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke, Eike, für die Einladung. Danke für die tolle Musik. Hoffentlich bald wieder live.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr mitgemacht habt und ich hoffe, bis bald. Und danke an den Imram, der uns immer so tolle Tipps gibt mit unseren Aufnahmen. Danke fürs Kameraeinstellen, ja. Matten und alles. Schöne Ostern. Schöne Ostern. Bis dann. Tschüss. Tschüss.